Der wievielte Monat des aventurischen Jahres ist nach Fex benannt? Leute? Die Antwort war richtig. Gut. War das jetzt geraten oder hast du die Antwort tatsächlich gewusst? Halb? Wo sind wir denn hier gelandet? Da, wo es Fallen gibt. Verbesserter Dietrich, oh. Nette Sachen. Eine beschlagene Holztüre und eine geschlossene Wand. Okay, feinen Schärfen misslungen. Das Schwert um 20. Ach du! Hi! Ich versuche mein Bestes. Okay, ich muss sagen, der war gut. Erschwert um 30. Wie viel bringen diese verbesserten Dietriche? Ach, selbst mit denen. Und ja, ich kann Schlösserknacken nicht mehr steigern. Ja, das ist dann einfach nur noch Würfelglück. Dieser magische Rang erhöht die Ausdauer permanent um 2 Punkte. Ein Zwerg, ein Wort. Ja. Nett. Was für eine Frage stellt diese Türe, bitte? Welchen Beinamen trägt Fex? Meister der Schatten. Das war die falsche Antwort. Vielen Dank. Wir sollten bei Gelegenheit mal nachsehen, was wir da gespendet haben. Ein Gegenstand aus meinem Inventory ist weg, so wie das aussieht. Nee, der war schon immer weg. Okay. Welchen Beinamen trägt Fex? Das war die falsche. Wir
Wir sollten bei Gelegenheit mal nachsehen, was wir da gespendet haben. Ich will die richtige Antwort herausfinden. Einfach nur, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Pex mit seinen tollen Fragen. Welchen Beinamen? Das war die falsche. Welchen Beinamen trägt Fex? Die Antwort. So, okay. Das war einfach. Für dich vielleicht, Gladys. Okay, werden wir gleich wieder geportet? Okay, wir können die Tür nur von innen öffnen, wenn wir reingeportet werden. Da scheint es jemand darauf anzulegen, uns nicht vorwärts kommen zu lassen. Ja, irgendwie schon. Welche Frage haben wir diesmal? Welches ist das dem Fex zugeordnete Tier? Das ist der Fuchs. Die Antwort... Das war einfach. Ich hab ja immer gewusst, dass du schlau bist. So, jetzt sind wir wieder hier. Aufgepasst. Also die Tür hatten wir schon geöffnet. Orkischer Kampfhund und Orkhundeführer. Was zur Hölle sind wir hier? Truhe mit Falle. Mhm. Wieder verbesserte Dietriche. Ach ja, und Bolzen und Pfeile. So. Das kann auch. Also ja, ich schaff's irgendwie gar nicht mehr, Fallen zu knacken. Also zu entschärfen. Na klar. Auch erschwert um 30 und wir haben nur eine 17 hier geworfen. Das ist nicht gut. Ich habe so eine Fingerfertigkeit von nächster Versuch.
Benutze ich mal so einen. Ja, Intuition von 19 ist schlecht. Ich habe halt keine Punkte zum Ausgleichen. Aber ganz ehrlich, ich habe Punkte um Fingerfertigkeit und Intuition mal zu steigern bei ihr. Ja. Auf geht's. Ich habe gerade wirklich schlechte Würfe, muss ich sagen. Eigentlich habe ich gute Würfe, aber... Das war jetzt ein schlechter Wurf. Kaum nehme ich einen guten Dietrich, habe ich einen schlechten Wurf. Na also... Elixier der Fingerfertigkeit. Ja. Das kriegt er mal. Mein Atem geht hoch. Sie. Nebenbei, mal gucken, was können wir noch steigern. Ein Punkt in Körperkraft. So. Bei Vorgrim sind die beiden schon auf Maximum. Also, zwei Punkte Intuition, ein Punkt auf Mut. Bei ihr kann ich nichts mehr steigern. Bei ihr steigere ich mal Gewand. Oh, ist auch auf Maximum. Gewandtheit... Und Fingerfertigkeit mal. Aufgepasst. Alles klar. Ja. Dann ein Punkt Mut bei uns. So. Bei mehr als Attribute können wir jetzt gerade nicht steigern. Aber ja, gut. Gucken wir mal, was wir die nächste Tür... Wobei, wir haben ja gerade noch gar keine Türe. Die uns schon wieder teleportiert. Offensichtlich hat jemand Spaß daran, uns ständig durch die Gegend zu teleportieren. Sieht danach aus. Sprich, Freund. Ich versuche mein Bestes. Okay, jetzt gleich wieder. Ja. Ei. Folgt mir.
wieder Falle ausgelöst, aber das ist mir gerade egal. Ich will hauptsächlich dieses Schloss knacken.